Ja, meine lieben Zelda-Kollegen, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir haben hier eventuell ein kleines Problem, weil genau da schwarze Moblins meinen, einfach mal rumlaufen zu müssen. Kacke! Bäh! Runter, 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 runter! Ja, was macht der denn da? Der wirft mit kleinen Ziegelsteinen. Das kann er gerne machen, das ist mir egal. In den Kopf. Okay, wir kriegen das Vieh, denke ich mal, doch platt. Verdammt, jetzt fällt er hier auch noch runter. Das war nicht geplant. Oh oh, was hat der denn da für eine Waffe in der Hand? Ich will es gar nicht wissen. Der macht uns frisch gerade. Wir haben auch kein Schild mehr, ne? Okay, der ist platt. Ja, der erste schwarze Moblin und der hat uns schon fast ausgenockt. Mal so instant. Ah, eine neue Waffe. Eine Stachelmob-Lanze. Sehr gut. Abgespeichert. Wir haben schon so langsam eine Menge Waffen zusammengetragen, würde ich mal meinen. Stachelmob-Lanze, 20 Damage. Eine Mob-Lanze, die das Horn eines Tieres als Spitze verwendet. Primitiv gefertigt, doch nichtsdestotrotz weniger gefährlich oder so. Alles klar, klettern wir da rum und machen noch den komischen Möchtegern-Spankenblatt. Den blauen kleinen Boblim, der da meint, einen auf, was weiß ich, Karacho machen zu müssen. Hier, dein großer Kollege ist tot. Oh, sie sind sogar im Doppelpack. Ist mir aber egal. Da, ein paar Mal ins Gesicht. Kann doch niemals treffen. Und kaputt. So. Ja, wenn man einmal weiß, wie man kämpfen muss, ist halt kein Problem. So, eine Truhe. Was haben wir denn da? Ich sage ein Opal. Oh, sehr gut. Wir haben kein Schild mehr. Also wir haben schon noch ein Schild, aber das ist so gut wie kaputt. Dementsprechend freue ich mich auch sehr. Ah, ein Schild. Verdammt, schon wieder ein schwarzer Moblin. Die scheint sich hier ganz wohl zu fühlen, ne? Irgendwie. Ah, verdammt. Nicht ins Gesicht, aber das tun wir jetzt nach. Ich habe gesagt, da holen wir jetzt nach. So. Ach Gott, die sind doch billig. Vor allem, weil die auch so einen großen Kopf haben. Du kannst ja richtig leicht treffen. Dann fliegen sie auch noch so schön zurück. Ist eigentlich ganz einfach. So, da vorne müssen wir irgendwie... Kommen wir von hier so entlang? Ja, ich glaube, von hier kommen wir da zum Turm. Unter anderem, da gibt es natürlich hier wieder mehrere Wege, so wie ich das sehe. Aber wir entscheiden uns dann mal für diesen. Ja, ich muss mehr schleichen. Ich muss ja noch diese Ausdauerschrecken sammeln, immer noch. Wir haben noch immer nicht alle zusammen. Ich glaube, wir haben erst, ich würde sagen, spontan 5. 3? Was? Ich habe eigentlich gedacht, wir haben viel mehr. Was habe ich denn die ganze Zeit aufgesammelt? Keine Ahnung. Irgendwas hat die Geräusche gemacht. Ach, da unten ist so ein Exaflon, ne? Ja. Soll er von mir aus da unten rumspacken. Ist mir egal. Ich will den nur zum Turm. Und danach da oben die Moblins kaputt kloppen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann kümmere ich mich um den Exaflon. Wey, was ist denn hier los? Ey, auf einmal kommt da ein Stein runtergekullert. Hallo? Geht's noch? Wer war das? Okay, komm besser jetzt raus. Wie auch immer das war, das wird, ach, einer von der Sorte. Kuckucksklan schon wieder. Der kann ja in der Luft laufen. Wie heißt der? Hey, komm doch her. Ich wollte ein Foto von dir machen. Bist du scheu? Ein Eispyromagier oder sowas. Ah ja. Keine Ahnung, was der hier macht. Wir schießen ihn einfach mal gleich mit einem Feuerpfeil ab, würde ich sagen. Ein zauberndes Monster, das überall in Hyrule vorkommt. Es schleudert mit Hilfe eines Eisstabs Eiskugeln und beschwört andere Eismonster. Manchmal verursacht es einen tückischen Schneesturm. Erst wenn es besiegt ist, normalisiert sich das Wetter. Okay. Das scheint mir friedlich zu sein. Auf jeden Fall versucht er nicht, mich anzugreifen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ein Schuss kaputt.
Ah, der Eisstab. Stab aus dem Eis der Hebara-Berge, der tödliche Kälte aussendet. Nicht zum direkten Schlagen von Gegnern geeignet. Kein Platz, gut, ich wollte sowieso ein Foto machen. Halt, Moment. Waffen kaputt, natürlich. Aber wir haben noch mehr. Wo die Waffe herkommt, gibt es noch viel mehr. Hey. So, kaputt. Herz, Herz, Herz. So, Foto gemacht. Eisstab. Bumm, fertig. Neue Waffe. Registriert. Ja. Damit haben wir Meteor und Eisstab. Fehlt eigentlich nur noch der Feuerstab, den das kleine Kind sehen will. Aber da ich jetzt weiß, wo man einen Eisstab herbekommt, weiß ich auch, wo ich einen Feuerstab herkriege. Nämlich von diesen fliegenden Feuerviechern. Haben wir ja damals schon mal gesehen. Ich glaube, ich weiß auch noch ungefähr wo. Ja, ganz jetzt nicht, aber ungefähr. Den kriege ich noch auf die Kette irgendwie. Jerani! Oh. Ja, fall da runter. Oh, bist du deinen Kollegen geschlittert. So, bitte da hoch. Na, guck mal, da vorne sind Erze. Unter einer Wand ist ein Exaflon. Der denkt wohl, ich sehe den nicht. Ja, von hier aus können wir den Turm leicht... Ja, dafür bin ich jetzt hier aber nicht hier hochgegangen, ehrlich gesagt. Da ist ein Exaflon an der Wand. Gesehen. Ja, hey, auf hier rumzuschlittern. Zack, weg. Ins Gesicht. So. Da werfen wir eine Bombe gegen. Pass auf. Genau hier. Ja, fliegt ein bisschen rum, aber wir haben ja im Moment keine andere Möglichkeit, weil wir keinen Hammer mehr haben. Aber wir kriegen schon den ganzen Waren zusammen. So. Dann jetzt einmal hier hoch. Ach, guck mal, noch einer. Aber den sprenge ich jetzt lieber nicht. Der ist mir dafür zu nah am Abgrund. Hinterher fliegt der andere runter. Der ist halt weg. So, Kletterklamotten rausgekramt. Sehr schön. Und dann ab dafür. Das ist ein ganz normaler Turm, ohne irgendwelche Dornen, sehe ich gerade. Das sollte kein Problem sein, den zu erklimmen. Kinderspiel. Für bis jetzt. Ich bin zwar noch nicht oben, aber... So. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen länger Pause machen sollen mit der Ausdauer. Ja, das sollte aber klappen. Wird doch ein bisschen eng. ein bisschen enger als gedacht. So, okay. Aber haben wir gekriegt. So, der letzte Stück. Oh, nee, der ist höher wie sonst, kann das sein? Der Turm? Als sonst, Entschuldigung. Ich krieg das auch nicht auf die Reihe, ne? So, dann möchte ich mal gleich sehen, wie fett das Gebiet hier wirklich ist. Auf der Karte. Sieht das ja nochmal ganz anders aus, wenn es dann erkundet ist. Da hinten habe ich schon einen Schrein wieder gesehen. Ach, da unten auch. Da können wir gleich direkt hinfliegen von hier oben. Ja, sehr gute Idee. Wobei, ne, ich wollte da unten erstmal da bei diesem Moblin-Lager aufräumen. Danach. Eins nach dem anderen. Spring! So. Ah, da ist einer. Sieht aus wie ein Zora. Erstmal hier den Stein platzieren. Erstmal das Wichtige. Bevor er uns da noch runterschmeißt. Ich weiß noch nicht, was der vorhat. Vielleicht ist das auch wieder ein Spion von Ganon drauf. Kann ja auch sein. Antennen ausgefahren. Wir sind online. Sehr schön. Teleporter entdeckt. Datenübertragung beginnt. Plöpp. Vielen Dank für die ganzen Geodaten.
Ah ja, das ist, guck mal, sogar da am Rand, das ganze Meer wird mitgezählt. Karte wurde hinzugefügt. Ja, ich will mir die angucken. Mach die doch nicht weg. Zack, eingesteckt. So. Okay, da waren wir ja schon hier unten. Kompongo, Bonun, Sautz, Wessler, Dees und was weiß ich da alles. Gongolberg, Seloteich, Sora-Fluss. Ah, das ist der Sora-Fluss, genau. Ralis Reich. Ah, das hier scheint wohl den Soras zu gehören, denke ich mal. Große Sora-Brücke, genau. Okay, das hier ist das Sora-Reich. Da ist irgend so ein extrem dunkler See. Finde ich schon, der ist wahrscheinlich sehr tief, denke ich mal. Hier ist sogar ein Damm. Ah, hier auch ein Damm. Das ist einfach ein kompletter Staudamm, irgendwie sowas. Hm, okay, da oben ist noch ein Gebiet, ein neues. Meer von Ranella. Genau, da, genau, hier bei Winter waren wir ja gewesen. Wir sind da zwar nicht hingeschwommen, weil er zu weit war, aber hier irgendwo war ja ein Floß, da können wir da rüber schwimmen. Okay, neues Gebiet, auch ziemlich groß mal wieder. Ja, reden wir mal mit dieser komischen Gestalt hier. Hallo? Oh, du hast mich erschreckt. Verzeih mir. Bei meiner Wenigkeit handelt... bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Rüt vom Volk der Sora. Du scheinst ja ein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du denn hier? Scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Ja, ich weiß. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ja, ich hab dich gefunden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Das ist aber schon ein paar Tage her, würde ich sagen, ne? Ein paar Wochen? Monate? Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde. Er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal. Du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück. Jetzt schreit er bestimmt. Ja, ich wusste es. Prinz Sidon, ich habe hier einen Hylianer. Ja. Ist der Prinz vielleicht weg? Hm, Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann kämen wir zum Prinzen. Klar, mach das, wenn du meinst. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Hm. Verzeih mir, Hylianer. Meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon mal vor. Mach ich auch. Ich hätte nicht auf dich gewartet. Ganz ehrlich. Ich erzähle keinen Mist. So, was haben wir denn hier? Komplett verlassen oder was? Ah, ein schwarzer Geselle. Ah, aua! Ah, mit einem Eispfeil ballert der auf mich, ne? Der Drecksack. Das kam jetzt unerwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, nee, wirklich nicht. Da müssen wir was essen und zwar einen leckeren Dampfpilz. Tada, kamalop. So. Okay, wir müssen aufpassen. Der ballert immer noch auf uns, der Sack. Oh, oh, der ist direkt neben uns. Wow. Jetzt reicht's ja aber. Wow, was ist denn hier los? Meine Fresse, ey. Ja, Soldatenschwert, kein Platz, natürlich nicht. Da bist du mit dem Doppelten draufgekloppt, das, ne? Oh, hier, wollte ich eigentlich nicht machen, aber ist ja egal. Hallo? Das geht dann auf den Sack, das zweihändige Ding, ne? Mal, ich werf das jetzt weg. Genauso wie eigentlich den Meteorstab und alles. Was soll ich denn damit? Weg. Oh. Das kam überraschend. Der Angriff. Wir müssen was essen. Hinterher trifft uns gleich wieder der Magier-Fuzzi und dann sind wir tot. Wir haben noch ein Gericht, das nur zwei Leben gibt. Hier drei, auch gut. Ja, das Schild zerbricht gleich und alles. So. Machen wir frisch da oben. Erstmal die Truhe looten. Der sieht uns gar nicht mehr. Sehr gut. Ah, Sora-Bogen. Cool. Kein Platz in der Tasche. Muss ich mal wegwerfen. Und zwar hier den Billig-Kackbogen. So, her damit.
Mit diesem Bogen jagen die Soras Fische keine besonders hohe Spannkraft. Doch das besondere Metall, aus dem es besteht, macht ihn sehr beständig gegen Verschleiß. Das haben wir schon festgestellt. Die sind überhaupt nicht beständig gegen Zerschleiß irgendwie, wenn du mich fragst. Was? Kennen wir den noch nicht? Habe ich doch schon gescannt. Ich wollte schon sagen. So, wir müssen den Bogen auch noch eben wegwerfen. Um den zu fotografieren. Sora-Bogen, perfekt. Damit hätten wir auch den. So, jetzt gehen wir da. Nee, ich baller den ab. Hat er verdient. Ja, der hat ordentlich was auf die Fresse gekriegt, würde ich mal sagen. Ah, hier haben wir wieder diese grünen Steine. Die können wir mit der Bombe wieder wegkloppen. Und zwar so. Das ist der Trick. Da haben wir direkt zwei von denen. Eventuell kriegen wir beide kaputt. Nein! Knappe Sache. So, den da oben lassen wir hängen. Den kriege ich, glaube ich, nicht kaputt gemacht, ohne dass der mir runterfliegt durch die Explosion. Dementsprechend, ja. So, Moblin, wo bist du gelandet? Irgendwo da unten. Guck mal, was ist da für ein Riesenloch? Aha, interessant. Ah, da ist einer. Ist ein Anglerer, aber ist egal. Kaputt. Oh, lecker Fleisch. In der Höhle. Was haben wir hier? Melonen und Äpfel? Oder, nee, Palmfrucht ist es. Ist ja egal. So, das können wir jetzt wieder kaputt machen. Und zwar so. Ja, irgendwas hat mich da bemerkt. Ist aber nicht schlimm. Ah, da oben ist ein Schwarzer drauf. Was ist denn das für ein Loch? Kacke, jetzt kommen die Soldaten. Ach, die Soldaten, die Knochenviecher aus dem Boden wieder gehüpft. Was hat's denn da mit dem Loch auf sich? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, der hier ist doch verreckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Ist das am Blitzen? Oder wo kamen gerade die Blitze her? Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist einfach nur irgendeine Grube. So, weg da. Jetzt machen wir doch das da kaputt. Damit wir das nicht gleich auf den Kopf kriegen. Oh, cool. Getötet. Ja, hier ist schon mal runtergeflogen. Oh. Ach, die können gar nicht schwimmen, die Viecher. Das ist ja gut zu wissen. Was ist denn hier so am Blitzen von der Musik her? Irgendwas Mysteriöses ist hier am vor sich gehen. Feuerpfeile, cool. Elektropfeile haben wir auch ein paar bekommen. Ist ja irgendwas hinterm Wasserfall? Ich glaube, beim Wasser ist was, ne? Ja, oder auch nicht. Da wird mir was eingebildet. So, okay. Damit hätten wir das hier soweit erkundet. Da vorne ist noch ein Lagerfeuer von irgendwelchen Viechern umgeben. Gucken wir uns auch noch schnell an. Beziehungsweise hier in der Schlucht sind, glaube ich, auch noch welche gewesen, ne? Oh, ey. So. Machen wir mal frisch hier in der Schlucht noch schnell. Wenn die dann, wenn die noch da sind. Ah ja, ein Schwarzer sogar. Mit einer fetten Waffe. Alter, wenn der damit zuschlägt, da wächst kein Gras mehr. Steh auf! Nein! Mach deine eigene Waffe kaputt durch das Feuer. Okay, Soldatenschwärze bricht gleich, ist nicht schlimm.
Kaputt, natürlich. So, wenn der jetzt gleich kommt. Gleich ist seine Waffe auch weg. Die brutzelt gleich. Boah, der ist geflogen, obwohl wir ihn immer direkt getroffen haben. So, weg. Ich glaube, die Waffe von denen ist kaputt gegangen. Eigentlich schade, die hätte ich jetzt schon ganz gern aufgehoben. Na gut, der hat uns zumindest nicht damit getroffen. Schrein in der Nähe, okay. Also mit der Maschine hier. Kann ich nicht plündern, finde ich schon seltsam. Muss ich sagen. Warum? Was ist mit dir? Bist du kaputt? Normalerweise kann ich da immer so eine Maschine plündern. Und so eine Feder mitnehmen. Die komischerweise nicht. Okay. Ah, da ist die Waffe. Stachel-Mobkeule. Eine verbesserte Version der Mobkeule, die auf der Schlagseite mit Tierknochen verstärkt wurde. Dadurch fügt sie dem Opfer deutlich mehr Schaden zu. Oh, wir haben Platz. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wegwerfen. Und einmal Fotosession schon wieder. Oh, ist das schön. So. Zack, bumm, angeguckt. So. Her damit. Ja, nehmen wir das Elektroschwert. Da können wir wieder eine Bombe hinlegen. Ist da über uns so ein fettes Vieh am rumlaufen? Ich dachte, ich habe alles erledigt hier. Ja, wer weiß das schon. Ist da was? Nö. Nicht wirklich, ne? Guck mal, da oben sind schon so ein paar Höhlen. Da war ich ja noch gar nicht drin. Aha. Da? Ah, eine Truhe. Guck mal. Ist doch ziemlich gut getan gewesen. Hätte ich jetzt fast übersehen. Bombenpfeile. Okay, warum nicht? Kann ich mich nicht beschweren. So, dann wollten wir ja jetzt auf die andere Seite hinfliegen. Weil da ja der Schrein war. Ah, da bin noch ein paar Leute. Machen wir frisch. Wir klauen denen die Waffen. Ja komm, wir machen das mit der Waffe. Sau gut. Überfallen. Ja, wenn der nicht gestorben wäre, wüsste ich auch nicht. Ey, nicht weglaufen. Hier. Nochmal drauf, auch wenn er schon am Boden liegt. Was soll das denn? Keine Gnade hier. So. Vielen Dank. Was haben wir denn da in der Truhe? Da vorne ist noch ein Schrein. Die sind Schreine über Schreine. Ah, Holzpfeil. Sehr gut. Ich drücke immer den falschen Knopf. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin zu doof. Ja, auch da ist eine Truhe. Okay, geplündert. Soldatenbogen, sehr gut. Kein Platz. Ja, müssen wir was wegwerfen. Und zwar, wir haben noch so einen billigen Bogen dabei. Und zwar hier den Schicker. Öffnen, bitte. Danke. Das war ein Krawumms, ne? Der hat ein Schild, sehr gut. Boah. So, damit haben wir ein Schild gefunden. Ha, gefällt mir. Wo ist es? Soldatenschwert, nein. Da ist das Schild, sehr gut. So, ein bisschen was essen, so zwei Äpfel oder so. Wir haben gar nicht mehr so viel zum Essen, ne? Finde ich. So. Da vorne dieser blaue Turm, der gehört wohl zu den Soras direkt. Aber da möchte ich jetzt hin. Ah, was ist da denn? Lila Exaflon? Oder täuscht mich die Farbe jetzt? Ist ein blauer, okay. Blau, lila ist ja ähnlich.
stirb. Ich mach dich frisch. So. Waffe mal wieder kaputt. Ja. Plündere ich jetzt nicht da im Wasser. Da haben wir hier. Schöne Bobpflanze nehmen wir die. Zieht zwar überhaupt nichts ab, aber erwarte ich nur den Wurfspeer. Ist ja viel besser. Kann ich noch ein Foto von machen? Ich glaube ja. Wurfspeer, geil. Nahaufnahme. Ist ja egal. So, Wurfspeer, Album Maximum erreicht. Muss ich wieder Fotos löschen. Ja, alle löschen. X zum Löschen. Alle auswählen zum Löschen. Löschen, löschen. So, haben wir wieder Platz. Weg mit der Lanze. Und ja, mit dem Wurfspeer bitte. Jetzt sieht dann doch ein bisschen mehr ab. Ah, da vorne ist ein Wanderer. Hallo, oder das ist wieder ein Fake von Ganon drauf. Wahrscheinlich der zweite. Hallochen, Cleo. Hallo, das ist ja eine Überraschung. In dieser Gegend trifft man nicht viele Hylianer. Ja, du bist doch auch eine. Ich bin eine fahrende Händlerin. Kein Ort ist zu abgelegen für mich. Ah, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Ich heiße Cleo. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hier am Sora-Fluss sind gerade viele Soras unterwegs, die alle wollen, dass man zu Sidon geht, ihrem Prinzen. Tja, ich habe mich breitschlagen lassen und bin zur Ingogo-Brücke gegangen. Ich habe mit diesem Prinzen gesprochen, aber naja, das ist ein ganz komischer Typ. Er meinte, ich habe dich beobachtet. Und hat mich ganz unverhülfen gefragt, ob ich mit ihm nach Hause komme. Deshalb habe ich mich ganz schnell verabschiedet und mich dünner gemacht. Neugierig geworden? Sieh dir Prinz Sidon ruhig mal mit deinen eigenen Augen an. Als Mann wird er dich sicher nicht so dreist anmachen, aber wer weiß. Ich glaube, du hast vielleicht was missverstanden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Fahrt zum Todesberg, Akala. Ah, Akala, da ist ja das andere Institut. Dann gehen wir mal hier den Pfad hoch, aber auch nur, weil da oben der Schrein ist, wo wir hin möchten. Akala ist dann also auch hier in der Nähe, müsste ich auf der Map sehen können. Ah nee, das ist wahrscheinlich hier schon wieder im nächsten Gebiet. Ja, so weit wollte ich dann doch noch nicht laufen. Und der Vulkan wird immer bedrohlicher. Wenn der explodiert, oder explodieren tun Vulkane ja nicht, wenn der, wie sagt man dazu? Wenn der Ero, was weiß ich, wenn er ausbricht, dann haben wir Spaß. Ah, oh, ein Gorone. Hey, hallo. Ja. Ich bin Bolden, Fremdenverkehrsbeauftragter von Goronia. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Früher war Schloss Hyrule ein beliebtes Reiseziel für Alte und Jung. Heute ist es nur noch eine unheimliche Ruine. Jetzt fragen mich eigentlich nur noch Schatzjäger nach dem Weg dorthin. Die müssen echt verrückt sein. Guck mal, wie er jetzt lacht. Heutzutage, ja, komm. Ja, ist ja gut. Ja, hast du schön die Zähne geputzt, ne? Sind schön weiß. So, wo ist der Schrein? Ach, guck mal hier, wir sind direkt bei denen. Hui! Ah, eine Sora. Ein Hylianer, hallo. Große Max hier rüber. Foto gespeichert. Wo ist er? Die große Max hier rüber? Ah, da, hinter der normalen Max hier rüber. Okay. Diese Max hier rüber ist größer geraten als ihre Artgenossen. Als Kochzutat erhöht der reiche Nährstoffgehalt die Anzahl der Herzen über das Maximum. Hallöchen, wer bist denn du? Torfoy. Oh, was für ein Glück. Bist du ein Hylianer? Ja. Sehr schön. Was für eine glückliche Fügung. Ah, du fragst dich sicher, worum es geht. Nein, ich weiß es schon. Ich bin Torfu oder Torfeau, Volk der Sora. Wir suchen verzweifelt nach einem Hylianer wie dir. Das Dorf des Sora ist in Gefahr. Deshalb suchen wir zusammen. Ja, wir wissen es doch schon. Da vorne ist er. Ist ja gut. Besagter Prinz Sidon hält sich bei der Ingogo-Brücke auf. Wenn du uns helfen möchtest, würdest du mit dem Prinzen sprechen? Klar, machen wir. Machen wir natürlich. Sehr schön. Aber erst gehen wir in den Schrein. Ist viel wichtiger. Wie die komischen Fischköppe. So, ab dafür. Haben wir dann jetzt schon wieder 4 Marken zusammen? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe. So. Willkommen im Kraftprobe-Leichtschrein. Ach komm, wir haben Mittel und Schwer gemeistert, da kriegen wir doch leicht auch hin. Das ist ja jetzt eigentlich schon, weiß ich nicht.
Ein Witz. Ja gut, was soll man machen, ne? Machen wir frisch das Vieh. Ja, meine lieben Freunde, in dieser Episode wird nichts mehr frisch gemacht. Dann muss die leichte Kraftprobe bis zum nächsten Mal warten. Aber wir haben mittel und schwer ohne Probleme hingekriegt. Also ja, die Schwere war schon ein bisschen schwerer. Aber haben wir auch geschafft am Ende. Deswegen wird die leichte jetzt hier, das wird ein Klacks. Machen wir ein Foto, das dürfen wir nicht vergessen. Und ja, dann finden wir wieder ein paar coole, seltene Waffen. Ob wir die mitnehmen, ist natürlich wieder eine andere Frage, weil wir keinen Platz haben. Aber ein paar Wächterwaffen werden bestimmt wieder bei rumspringen. Nur gut, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Episode. Ciao.